freue mich ja selber persönlich immer so darüber, dass die Hausmesse sich immer mehr zu dem Branchenevent eigentlich entwickelt. Und das sagen auch alle Besucher, die wir hier haben. Eine tolle Plattform für alle unsere Kunden, die sich gegenseitig austauschen können, miteinander reden können. Toll ist einmal natürlich, dass wir nach 10 Jahren Entwicklungsarbeit einen eigenen Solid Kernel aufgebaut haben, mit Parametrik, mit allem drum und dran. Und das können wir natürlich jetzt sehr gut in unsere Prozesse mit einbauen. Das heißt, wir haben hier ein enormes Potenzial im Bereich der Konstruktion, das auch unsere Kunden vor allem im fertigungsnahen Umfeld jetzt nutzen können. Und darüber hinaus kann man natürlich auch mit der Technik die ganzen Abläufe im Bereich der NC-Programmierung, Datenaufbereitung extrem optimieren. Also die neue Software wird all unseren Kunden sehr stark zugutekommen. Die Weiterentwicklung, die 4.1 ist ja in aller Munde, haben wir auch schon Gelegenheit gehabt, die ersten Stände zu sichten, auch schon damit zu arbeiten in Teststellungen. Aber die Weiterentwicklung, die ja angekündigt worden ist, ist natürlich von großem Interesse. Zweites Interesse ist natürlich der Kreissegmentfräser, die in aller Munde sind, wo wir auch aktiv und sehr massiv Tests bei uns im Betrieb machen. Das Interessante ist auf jeden Fall die parametrische Konstruktion, viel vereinfachte Klicks und auch mit den neuen Designmodul-Funktionen über das, was ist sehr Bullsche Operation, die Solid-Funktion, also auf jeden Fall auch im Hinblick mit dem Arbeitsplan, mit der Strukturierung. Also das wird auf jeden Fall was werden. Vor allem das neue TBS 4.1. Wir arbeiten gerade mit der 4.0 und wollte da eigentlich nur also neue Funktionen kennenlernen, einfach die ganze Software mal anschauen, wie das Ganze funktioniert, was dahinter steckt. Ich denke, das ganze Handling wird einfacher, also die Bedienung wird sehr viel schneller gehen, durch das, dass die Schalter einfach logisch angeordnet sind, dass eins nach dem anderen kommt von der Reihenfolge her. Gefällt mir gut. Wird eine Umstellung, mit Sicherheit. Aber ich denke, wird sehr gut. Ja, natürlich sehe ich Vorteile. Also es sind schon gewisse Vorteile, wenn man ein Bauteil hat, was sich öfters wiederholt. Also wenn man Löcher hat oder Formen, die immer gleich bleiben sind, dann macht es schon Sinn. Dann ist es schon ein Vorteil, ja. Dass man nicht immer wieder dasselbe macht, sondern das dann automatisiert fertigt. Es macht viele Prozesse einfacher, schneller und intelligenter und auch einfacher nachzuvollziehen. Ja, das ist auch neu mit der 4.1, dass man bei unserem Browser das jetzt auf mein Tablet zur Verfügung stellen, ja, die ganz neu mit Fingergestik sich Bauteile laden lassen und animieren lassen. Ich möchte eine sehr einfache Benutzerführung. Hier im Schritt 1 sagt er mal, er sagt auch Schritt 1, ich muss was selektieren, damit ich was messen kann. Ja. Und dann kann ich hier mich da durch das Bauteil durchnavigieren. Also wir haben uns vor 2 Jahren schon mal damit befasst, gerade parametrisiertes Konstruieren. Und man muss sagen, was jetzt schon umgesetzt ist, ist schon vielversprechend. Also die neuen Funktionen und auch die Übersicht von dem Strukturbaum hat mir richtig gut gefallen. Also hat, glaube ich, Potenzial für Zeitersparnis. Ja, 4.1 ist für mich auch ein Fortschritt dann. Ersten Blick schaut sehr interessant aus. Was mir als Kartier-Anwender natürlich sehr entgegenkommt, das ist das Parametrische, das in etwa so die gleiche Arbeitsroutine hat wie im Kartier. Sehr gut. Ich habe ein bisschen was austesten lassen, das ist stabil gelaufen, also schaut ganz gut aus. Parametrik, assoziativ, finde ich total klasse. Auch der neue Arbeitsplan macht echt einen guten Eindruck und ich freue mich, wenn wir wirklich loslegen können damit. Das Parametrisierte, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die letzten Jahre, da sagen wir, hatten wir bei TBS gefühlt schon Gas gegeben, da wieder richtig was auf die Beine zu stellen. Gerade was Innovation angeht, Neuentwicklung und so. Also wir sind jetzt erstmal da und wir möchten jetzt eigentlich das neue System einmal kennenlernen. Wir haben eine alte Version und wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal was neu investieren und dass wir den Markt auch mithalten können. Wir haben uns gerade eine TBS-Lizenz erworben und freuen uns natürlich über diese schöne Hausmesse, wo man dann auch die Kontakte austauschen kann. Darum war das ProLize für mich sehr, sehr interessant, weil da natürlich die Zukunft auch ein bisschen aufgezeigt wird. Wie kann ich meine Fertigung überwachen, wie kann ich sie kontrollieren oder vielleicht auch planen? Also für mich ist eigentlich ProLize interessant, weil wir gerade in der Implementierung sind und das hat ja noch einige offene Themen haben und da ein paar Punkte angesprochen haben. Das ist eine sehr hohe Erleichterung, wenn man da mal Wissen hinterlegt hat, das immer wieder abzurufen. Also sehr gut. Wir haben ProLize als Testinstallation bei uns schon eingeführt. Verbindung zum TBS ist da natürlich sehr, sehr gut. Und auch von dem, wie die
wie die Kommunikation abläuft mit den Leuten von Tebis einfach sehr gut, weil man da einfach eine Sprache spricht und auch viele Dinge schnell umgesetzt werden können, die man sich da wünscht. Unten ist es ja im Foyer, sind ja ganz verschiedene Firmen, die sich darstellen und deswegen sind wir auch eben erst verspätet hier hochgekommen, ich mit Kollegin, weil wir lange unten im Foyer gesprochen haben mit den unterschiedlichen Anbietern von allen möglichen Dingen. Spannmittel, ProLeis stellt sich ja da als Tebis eigenes MES-System, das ist sehr interessant. Ja, ProLeis gehört ja zu der Software-Kategorie MES, steht für Manufacturing Execution System und das braucht man unbedingt, um seine Auftragsdurchläufe zu organisieren, ganz besonders bei komplexen Angelegenheiten wie im Formenbau, wo sehr viele Bauteile verbaut werden, die alle rechtzeitig fertig werden müssen, wo man externe Zulieferer hat, die einen beliefern zum richtigen Zeitpunkt, wo man seine Daten damit verwaltet, wo man seine Leute und seine Maschinen damit einplant. Das ist sehr wichtig, um in Richtung Industrie 4.0 den richtigen Schritt zu gehen. Tebis wird immer besser. Parametrisierung. Wenn wir es heute viel hören wahrscheinlich, haben wir letztes Jahr schon in Haus und sowas gehört. Also kommt schon einiges Gutes auf uns zu wieder. Macht Spaß, klar. Und ja, es ist zuverlässig, es ist vom Aufbau her einfach, übersichtlich. Ja, also ich arbeite gerade auf Tebis. Wenn Tebis weiß, welche Ansprüche der Kunde hat, kann natürlich auch sich in die Richtung weiterentwickeln. Und das ist halt ein Prozess. Und da arbeiten wir schon dran. Sehr eng mit Tebis zusammen und sind da im Großen und Ganzen schon ganz zufrieden. Also wir sind sehr zufrieden, hatte eigentlich noch nie Probleme, wurde auch immer sehr unterstützt. Also bei Problemen, falls irgendwas war, konnte ich mich jederzeit an Service wenden. Wir bekommen natürlich einen sehr guten Support, haben da immer einen Ansprechpartner, der uns da ja, sehr gut berät, auch in allen Fällen, auch in kritischen Anwendungsfällen manchmal. Wenn es mal Probleme auch bei den Kunden gibt, sofort immer zur Stelle. Mein persönlicher Eindruck ist, und das kann ich auch an der Stelle nur für unsere Firma so vertreten, dass sich Tebis eben nicht nur als ein Lieferant versteht, sondern als Partner mit einer nachhaltig ausgelegten Wertschöpfungskette für sie selber als auch für seine Kunden. Wir haben den ersten Platz gemacht beim Wirtschaftswoche Award im Bereich Wettbewerbsstrategie. Das war für uns wirklich ein ganz, ganz toller Erfolg, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Wir haben viele interessante Projekte durchgeführt, national wie international. Und wir haben aus dem Consulting raus, aber gemeinsam mit ein paar Partnern auch den Marktspiegel Werkzeugbau entwickelt. Das ist einfach eine Branchentransparenz, Handlungsempfehlungen, Branchenwissen vermitteln soll in der Zukunft. Diese lockere Atmosphäre, die eben hier vorherrscht, also sehr ungezwungen, ganz hervorragend. Für den Status Ausmesse ist das ganz erstaunlich, was hier Tebis abliefert. Also im Großen und Ganzen hebt ihr euch ganz schwer davon ab, dass ihr eure Kooperationspartner so intensiv mit einbindet in die ganze Veranstaltung und die auch ein bisschen einen Gestaltungsablauf mit übernehmen können von dem ganzen Ding. Und das finde ich eigentlich sehr großartige Sache. Das sieht man sehr selten bei anderen. Man lernt viele Leute kennen, die Podiumsdiskussion war toll, die Vorträge sind gut, man nimmt immer ein Stück weit was mit. Ja? Und gut, die ganze Veranstaltung ist eigentlich toll. Man trifft immer Leute, die man sonst nicht trifft. Durch die tolle Zusammenarbeit auch schon über die Jahre mit Tebis kann man da einfach sich schnell an den Tisch setzen und über Themen sprechen und findet schnell den Einstieg. Und so hat man die Möglichkeit, da auch tolle Projekte zu finden und gemeinsam zu erörtern. Sehr gute Kunden, die mit sich den aktuellen Themen Industrialisierung, also Sprichwort Industrie 4.0 beschäftigen, Digitalisierung, digitaler Zwilling, Themen, die auch auf uns als Werkzeughersteller immer mehr zukommen, mit denen wir uns auch stark beschäftigen. Da gibt es einen guten Austausch. Weil hier eigentlich die ganze Prozesskette abgebildet ist, Werkzeuge, CAD-CAM-System, Maschinenhersteller. Ich glaube, hier kann man sich wirklich über die Trends informieren. Also ich war heute sehr beschäftigt mit den ganzen Vorträgen gewesen. Ich habe alle beide Vortragsreihen mitgenommen oben. Also erst die Vormittag und dann die Nachmittag. Und dann natürlich über die neuen Informationen von Tebis. Sei mal ein bisschen vorinformiert. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass diese Spannmittel im digitalen Prozess hinterlegt sind. Es geht darum, die virtuelle Welt
mit der realen Welt zu verknüpfen? Also wir kommen da mit unserem Ziel eines ganzheitlichen Systems ein großes Stück näher. Durchgängigkeit von der Konstruktion über die Arbeitsvorbereitung, über die CAM-Programmierung, Fertigung und Qualitätskontrolle. Alles durchgängig in einem System. Am Ende steht letztendlich die Automatisierung, eine vollständige oder weitgehende Automatisierung des Fertigungsprozesses. Und zusammen mit dieser Systemlandschaft ist eigentlich ein Unternehmen in der Lage, das Maximale aus seinem Equipment herauszuholen, eine hohe Flexibilität zu erreichen und letztendlich auch kostengünstig und wettbewerbsfähig zu produzieren, was natürlich heute in immer stärkerem Maße gefordert ist, wo ja jeder Betrieb hier mittlerweile international im Wettbewerb steht. Ich finde es ganz, ganz super, dass die Nachfrage permanent wächst. Und bin auch sehr stolz darauf, dass die Tevis in der Branche so gefragt ist.